to roll. I am ready to be free. Planning not to plan a thing, but you can follow me. King of the road, just the kind I wanna be. Life is so exciting, cause we don't know where it leads. Kick off your shoes and come with me. Oh, Carly. Noch 8 Kilometer, ha? Dann haben wir es geschafft. Es ist aber dringend, Papa. Schatz, wir sind wirklich gleich zu Hause. Wir können auch was singen. Ja, singen. Summ, summ, summ. Bienchen, summ herum. Ei, wir tun dir nichts zu leide. Flieg nur aus in Wald und Heide. Summ, summ, summ. Auch noch geschafft. Oh, endlich Madame? Wieder zu Hause. Hey, was machst du da oben? Mit wem sprichst du, Mama? Ja, mit wem wohl? Ah, hallo, Tarzan. Hey, junge Dame, auspacken. Mensch, Papa, ich muss immer noch aufs Klo. Ach Gott, ja. Ach, bist du müde? Ja. Hey. Ja, du kleine Maus, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Hilfst du mir beim Auspacken? Hilfst du mir? So, jetzt geht's. Hier stinkt's. Ich bin das aber nicht, Mama. Ach du Scheiße. Und sagst deinem Mann, dass er am Montag wieder einen frischen Zwetschgendeutsch gibt? Ja, vierti. Vierti. Hallo. Na? Hallo, Frau Baumann. Ich hab gehört, dass am Dienstag ein großer Tag ist. Ja, man wird ein Jahr älter, mehr nicht. 2 davon, bitte. Mir brauchst du das nicht sagen. Ich hasse Geburtstage. Ja, nur den von anderen nicht. Nur ich muss ja nicht unbedingt älter werden. Moment, bitte. Konditorei Hagen, guten Morgen. Frau Hagen? Sagen Sie jetzt bloß nicht meinen Namen, wenn Sie die Stimme erkennen. Pfarrer Sonnleitner hier. Wenn Frau Baumann bei Ihnen im Laden ist, sagen Sie jetzt nichts, nur ja oder nein? Ja. Gut, dann rufen Sie mich doch bitte sofort an, wenn sie draußen ist. Ja, selbstverständlich. Danke. Entschuldigung, darf sonst noch was sein, Frau Baumann? Das war schon, danke schön. Gerne. Schönen Tag, ne? Danke Ihnen auch, Frau Baumann. Eine riesige Torte, ja? Eine, wie man sie sonst nur aus Filmen kennt. Mit viel Sahne und Kerzen. Und drauf soll stehen: Zum Geburtstag für die beste Dorfhelferin der Welt. Ja, das ist ein bisschen Fulltext, aber schauen wir mal, wie es macht. Dunkler Teig als Basis oder heller? Oh, sie kommt, ich rufe später noch mal an. Morgen. Morgen. Ne? Ich habe frische Brezen mitgebracht. Sehr gut. Wissen Sie eigentlich, warum die diese Form haben? Nein. Es gab mal einen Bäcker namens Frieder von Urach. Der sollte zum Tode verurteilt werden, wenn er es nicht schaffen würde, ein Gebäck herzustellen, durch das 3-mal die Sonne scheinen kann. Zum Tode? Mhm. Dorfhelferinnenstation, Pfarrer Sonnleitner am Apparat. Ein bitte was? Das klingt ja wirklich übel. Ja, natürlich. Wo genau? Ja, ja, wir kümmern uns. Bitte wiederhören. Was passiert? Wissen Sie, dass in Frühling gerade Waschbären ihr Unwesen treiben?